Wir, die Auszubildenden, haben die Aufgabe bekommen, eine Messerblende zu fertigen. Ich baue eine Schraube, mit der man hinterher die ganze Messerblende verstellen kann. Also bei den Einzeldetailen hat man natürlich auch eine Toleranz, das heißt, dass man ganz geringe Abweichungen haben darf. Die befinden sich bei uns so im 100stel-Bereich. Wir in der PTW stellen hier einzelne Baugruppen her, die zu wissenschaftlichen Zwecken für Messeinrichtungen gebaut werden. Mich interessiert hier besonders diese Einzelteilfertigung, das macht mir Spaß, daran bin ich gut. Bei uns in der PTB ist es besonders wichtig, dass man sich bei seiner Arbeit stets konzentriert, um hochkomplexe Teile zu fertigen. Also der letzte Schritt ist natürlich immer die Montage der Einzelteile. Und wenn das dann natürlich funktioniert, dann freut man sich auch.